Kleinunternehmer bleiben wollen in Österreich. Das ist ein Thema, das haben wir immer wieder am Tisch. Unsere Mandanten, die werden von anderen Steuerberatern oder ich weiß nicht von welchen Infos indoktriniert, dass Kleinunternehmer bleiben sowas Gutes ist, dass man da unbedingt darauf achten soll, dass man eben unter diesen 35.000 Euro Jahresumsatz bleibt, weil dann ist ja alles viel leichter, viel weniger Steuern zu bezahlen und so weiter und so fort. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Statzinger, ich bin Online-Steuerberater in Österreich, insbesondere für Online-Dienstleister oder auch normale Dienstleister, für Berater, für Coaches und so weiter. Und ja, starten wir gleich rein und zwar zu dem ganzen Thema, ob man jetzt Kleinunternehmer bleiben soll und das um jeden Preis oder nicht, kann ich nur Folgendes sagen. Nur um zu Steuern zu sparen oder um jetzt diesen bürokratischen Mehraufwand nicht zu haben, würde ich jetzt nicht empfehlen, Kleinunternehmer zu bleiben. Wenn du vorhast, dass du, also wenn du ambitioniert bist, wenn du sozusagen Gas geben möchtest, dann würde ich mich nicht bremsen lassen davon, dass du vielleicht Umsatzsteuer abführen musst oder dass du vielleicht mehr Steuern bezahlst, weil ja, mehr Gewinn bedeutet mehr Steuern bezahlen, aber weniger Gewinn bedeutet auch eben weniger, ja, dass einem am Ende des Jahres überbleibt. Deshalb würde ich einfach nicht sagen, ja, man muss jetzt Kleinunternehmer bleiben oder ich würde nie empfehlen, bleib jetzt Kleinunternehmer, weil du musst jetzt gerade wenig Steuern bezahlen, weil ja die ersten 12.816 Euro komplett steuerfrei sind, danach die nächsten um die 9.000 Euro nur 20% und so weiter. Deshalb bleib Kleinunternehmer. Das ist meiner Meinung nach einfach der falsche Beratungsansatz. In Wirklichkeit sollte nämlich der Ansatz der sein, steigere deinen Gewinn, steigere deinen Umsatz und wie schaffen wir das trotzdem, dass deine Steuerlast möglichst wenig bleibt und nicht, mach einfach weniger Umsatz. Und auch die Umsatzsteuerthematik, die ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe ein anderes Video dazu schon gemacht. Es gibt sogar Gründe, dass wenn du nicht einmal über 35.000 Euro kommst, warum du trotzdem auf diese Kleinunternehmerbefreiung verzichten solltest. Also auf diese umsatzsteuerliche Kleinunternehmerbefreiung. Kurz zusammengefasst, da geht es darum, wenn du nur Unternehmer als Kunden hast oder wenn du beispielsweise fast ausschließlich ins Ausland leistest, weil in diesen Fällen bringt dir diese Kleinunternehmerbefreiung de facto eh gar nichts. Aber schau gern dazu auch das andere Video an. Und außerdem muss man sich die Frage stellen, was ist jetzt wirklich der Mehraufwand, den ich dadurch habe? Okay, der Aufwand, den man mehr hat, wenn man nicht mehr Kleinunternehmer ist, das ist auf jeden Fall die Umsatzsteuervoranmeldung. Die ist vierteljährlich, solange du unter 100.000 Euro Umsatz hast. Über 100.000 Euro Umsatz ist es sogar monatlich. Und zusätzlich musst du danach noch die Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben. Und das ist in Wirklichkeit der einzige Mehraufwand. Und was halt noch ein Thema ist, sind eben, ja, du hast mehr Steuern und du kannst auch nicht das Kleinunternehmerpauschale, einkommenssteuerlich, falls du dich damit schon beschäftigt hast, 20% sind das. Wenn du unter 40.000 Euro Umsatz hast, dann kannst du einfach 20% davon als Ausgaben absetzen, ohne dass du die wirklich hattest. Das geht danach nicht mehr. Danach sind es 6% oder 12%, abhängig von deinem Unternehmen oder halt die wirklichen Ausgaben, die vielleicht ja sogar höher sind. Aber im Normalfall, und davor haben auch einige Angst, führt mehr Umsatz oder sagen wir anders, führt mehr Gewinn nicht dazu, dass du am Schluss mit weniger Geld aussteigst, weil du mehr Steuern bezahlen musst. Weil viele glauben, okay, wenn ich jetzt 5.000 Euro mehr verdiene, steige ich vielleicht, weil ich in einer höheren Steuerklasse bin, am Schluss schlechter aus, weil dann alles mit einem höheren Steuersatz versteuert wird. Aber das stimmt nicht. Das ist nämlich auch ein großer Mythos, dass wenn man in der Steuerstufe steigt, dass mein ganzes Einkommen dann mit diesem höheren Tarif besteuert wird. Das stimmt nämlich auch nicht. Und das ist auch oft mal der Irrglaube, dass ich verdiene mehr und dann führt das dazu, dass man am Schluss weniger bleibt. Also das ist zum Glück nicht der Fall. Also ja, kurz gesagt, wenn man motiviert ist, wenn man ambitioniert ist, wenn man Gas geben mag, dann unbedingt auch das anstreben und nicht seine Gewinne und Umsätze niedrig halten, um jetzt weniger Verwaltungsaufwand zu haben oder weniger Steuern zu zahlen. Weil ja, wer wenig Steuern zahlt, der hat auch einen niedrigen Gewinn im Normalfall oder eine gute Steuerstruktur, eins von beiden. Und wenn es aber Ersteres ist, also niedriger Gewinn,
dann führt das halt einfach dazu, ja, dass dir auch weniger von deiner Arbeit überbleibt. Also wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Like da, abonniere auch gerne den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.